Wir sind unterwegs nach Vilsenne an der dänischen Westküste. Die Hafenstadt ist bekannt für ihren frischen Fisch. Ich möchte den unbedingt selbst ausprobieren und habe mir ein cooles Rezept überlegt, was ich später zubereiten werde. Bis meine Gäste eintreffen, muss ich allerdings noch einiges vorbereiten. Wir wollen grillen. Es muss schnell gehen, wir haben nicht viel dabei. Also habe ich mir überlegt, ich nehme jetzt die Calamaris, nehme die frisch auseinander, cutte die in größeren Stücken und habe jetzt eine leichte Marinade, einfach wirklich aus frischen Zitrone, Olivenöl, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer und da drin lasse ich jetzt mal so 20 Minuten ziehen, bevor ich es dann auf den Grill packe nachher und es dann grille. Und wenn du das dann nachher vom Grill runternimmst, packst du nochmal die frische Marinade, aus denen du vorher drin gezogen hast, nochmal darüber als letzten Finish und dann einfach essen. Mir geht nicht. Also ich mache das jetzt auf Japanisch, ja? Dein Beißer! Wir nehmen jetzt den Seeteufel, ziehen die Haut ab, packen den in leckeren dänischen Bacon. Jetzt haben wir den schön in Speck eingepackt und so geht er auch auf den Grill. Wichtig ist, einmal kurz bei hoher Temperatur angrillen, dann zur Seite packen und dann bei niedriger Temperatur nochmal so 20 Minuten einmal durchschmoren, damit er innen drin auch richtig, richtig schön durch und saftig wird. Dazu packen wir frische Chips und Sour Cream. Ganz easy, ganz einfach, wie Fish and Chips. Zwar Englisch, aber das ist die coole dänische Version davon. Und kaum sind die Teller fertig, kommen auch schon die ersten Gäste. Ich bin so richtig gespannt, ob denn meine Art von Fish and Chips so richtig schmeckt. Der Geschmack ist fantastisch, der ist super lecker. Die Kombination von Hauttasken und Bacon, die ist ganz glimmernd. Heute machen wir es für Möwen. Die wollen es nicht mal essen. Und ich soll ein Koch sein.